Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Chaya, die Fraktion war so gnädig und hat mir noch mal gestattet, ein bisschen was explizit zum Thema Flüchtlinge zu sagen. Das hat uns alle gemeinsam ja in den letzten 15 Monaten, auch davor natürlich, aber in den letzten 15 Monaten besonders deutlich umgetrieben. Das liegt sicherlich auch daran, dass wir im Sommer 2012 zum einen ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Asylbewerberleistungsgesetz hatten und zum anderen eben auch damals schon die ersten Prognosen reinkamen, dass die Unterkunftsplätze in Berlin definitiv nicht ausreichen werden über mittelfristig und über lang. Seitdem ist es eben auch ein großes Thema, deswegen nochmal ein expliziter Ausschnitt hier für mich. Das ist natürlich eine Gruppe, die auch exemplarisch steht für viele Gruppen, aber hier auch nochmal besonders genannt werden soll. Wir haben uns in den Haushaltsberatungen besonders intensiv auch dafür eingesetzt, eine unabhängige Beratungsstelle einzurichten zur Unterstützung von wohnungssuchenden Flüchtlingen in Anlehnung an das Modellprojekt Wohnen beim Beratungsfachdienst für Migrantinnen, also Beratungsfachdienst für Migrantinnen BFM des Diakonischen Werks in Potsdam. Das ist eine Beratungsstelle, die eben besonders intensiv Flüchtlinge dabei unterstützen soll, die Sammellager zu verlassen und von alleine eben auch Mietwohnungen zu finden, in die sie dann ziehen können. Das ist leider abgelehnt worden von der Koalition, was sehr schade ist. Für uns ist auch weiterhin klar, die präferierte Unterbringung von Flüchtlingen sind Wohnungen. Und ich habe es schon mehrfach gesagt, ich sage es aber nochmal, die Unterbringung von Flüchtlingen in Privatwohnungen ist kostengünstiger als die Sammelunterbringung, die ja in Berlin immer stärker in den Vordergrund rückt. Ich sage mal direkt, für mich ist das jetzt nicht so relevant. Ich würde auch mehr dafür bezahlen, dass Flüchtlinge in eigenen Wohnungen wohnen können, weil es einfach eine angemessene, menschenwürdigere Unterkunft ist. Aber ist es tatsächlich günstiger. Und das ist was, was man, glaube ich, an dieser Stelle in den Haushaltsverhandlungen auch einfach nochmal erwähnen kann. Das Land zahlt hier einfach unnötig Geld, um Menschen in einer weniger menschenwürdigen Unterkunft unterbringen zu können oder zu tun. Schade ist natürlich, dass der Senat an der Stelle, wo es um die Wohnungsunterbringung geht, sehr unkreativ ist. Kreativ wird er aber dann, wenn es darum geht, Verträge abzuschließen für Unterkünfte. Da fließen dann auch mal Summen, ohne dass diese Verträge schriftlich fixiert sind, was ich halt auch etwas sonderbar finde. Aber Sie werden da sicherlich Ihre Gründe haben. Sie sind immer noch nicht auf mein Angebot eingegangen, mal ein Wochenende in einer Unterkunft zu verbringen, Herr Chaya. Nee, das geht hier, ist eine politische Maßnahme. Bitte nicht falsch verstehen. Also ich kann nur nochmal darauf hinweisen, dass wir uns mit dieser Situation auch weiterhin intensiv beschäftigen müssen und dass wir gerade bei dieser Frage der Wohnungsunterbringung nicht aus dem Blick verlieren dürfen, wie wir es Flüchtlingen in Berlin ermöglichen, auch wieder stärker in Wohnungen unterzukommen und nicht nur in diesen Sammelunterkünften, in Sammellagern, die wir halt auch ablehnen. Dankeschön.